Hallöchen zurück hier bei Minecraft und der Asrata verprügelt hier schon fleißig das eine Skelett. Ja, wir mussten hier gerade kurz schon ein bisschen spielen, weil ich habe Minecraft gestartet und dann kam mir direkt ein Creeper hinter dem Baum hergelaufen. Deswegen musste ich ihn erst hier besiegen, bevor ich loslege, weil der mir ansonsten hier alles kaputt gesprengt hätte, ne? Und es gibt eine Neuerung, Asrata. Oh, was ist neu? Du hast einen Pfeil in einem ganz unglücklichen Körperteil stecken. Ja, das macht nichts. Was ist neu, lieber Weihnachtsmann? Was ist neu? Ach, ich bin immer noch der Weihnachtsmann, verdammt. Ich hab's natürlich vergessen, aber pass mal auf. Ja? Ja. Huch. Hier, die Musik ist an. Und der Asphalter kann jetzt auch die Musik hören. Das heißt, ich kann ja einfach mal die Musik laufen lassen, sodass wir beide die beim Spielen hören. Ist das nicht schön? Das ist wundervoll. Die Frage ist nur, ob das jetzt richtig abgestimmt ist, weil die Musik dann natürlich auch von der Lautstärke her passen muss. Aber ich hoffe mal, das geht in Ordnung so. Ich kann die vielleicht sogar noch ein bisschen lauter machen. So. Ja. Ist okay, oder? Ist auf jeden Fall okay für mich. Ich komme damit klar. So, ach, es wird auch direkt wieder Tag. Da. Hier, wo bist du denn? Was denn eigentlich? Ich stehe so ein bisschen von der Mühle weg und überlege, was jetzt eigentlich unser Plan war. Ja, komm doch nochmal kurz zur Mühle. Denn wir müssen hier Frühshoppen machen. Das war unser Plan, natürlich. Bist du denn? Ach, hier bist du. So, hier. Ach, du hast ein Bierchen. Warte, machen wir in der Mühle, oder? Machen wir in der Mühle. Hier mit den Hunden, oder was? Ja, dann Prost. Was ist das? Ach, du meine Güte. Huiuiui. Ja. Alles klar, lassen wir mal so stehen. Ach, ich dachte, mein Inventar ist ganz leer, weil hier die Leiste unten ganz leer war, aber ist überhaupt gar nicht leer, mein Inventar. Nein, nein. Ist voll. Ist voll, richtig. So. Eigentlich ist das pädagogisch nicht wertvoll, ne? Wenn wir hier die ganze Zeit virtuelles Bier trinken und, ne? Was du da machst, ist pädagogisch nicht wertvoll, das unterschreibe ich. Haben wir letztes Mal alle Feuerwerkskörper eigentlich verbraucht? Ja, haben wir. Das ist gut. Denn die, das gebe ich mal einfach zu, die haben wir uns ercheatet. Aber das ist ja wohl nicht so schlimm, ne? Nee, da gibt's auf jeden Fall Schlimmeres. Ach komm, Sandstein packe ich mal oben zu dem Sand, ne? Huch, ich habe ja sogar den anderen Sandstein. So, Kies gehört hier auch noch rein. Ja. So, ich hab mal was Kleines gebastelt. Nämlich? Ein Kartoffelfeld. Oh, das ist gut. Möhrchen hast du nicht zufällig, ne? Möhrchen habe ich leider keine gefunden, da gab's keine mehr. Ja, ich hab Möhrchen ja noch. So, guck mal, hier ist ja im Grunde genommen das, was alles für die Mühle verarbeitet, von der Mühle verarbeitet oder von uns noch verarbeitet werden muss. Hanfsamen gehören in die Samenkiste. Genauso, warte mal, dann kann ich auch hier. Ach, guck mal, wir hatten noch Kakteen. Hätten wir gar nicht mitbringen brauchen. Ne? Mhm. So, Fleisch. Hier ich habe gerade eine großartige Idee, Fred. Was denn? Weißt du, was wir überhaupt noch nicht gemacht haben, was wir auch schon relativ lange vorhatten? Nee, was denn? Wir könnten mal die Mühle fertig bauen. Was denn mit der Mühle? Die hat zum Beispiel kein Dach. Ja, das Problem bei der Mühle ist, dass ich noch nicht so ganz zufrieden mit dem wuchtigen Erscheinungsbild bin und noch nicht so genau weiß, was ich denn da besser machen könnte. Deswegen würde ich das gerne erst noch ein bisschen vor mich herschieben, weißt du? Okay. Hier fehlt eine Fackel. Hast du Fackeln dabei? Hier? Wo, wo, wo? Hier, an einem Lagerhaus. Oh. Also. So. Seit wir hier das Lagerhaus haben, ist es so, dass die Aufnahmen immer damit starten, dass wir hier erst sortieren. Und
Astralteil in die Luft fliegt. Wo warst du? Ich habe den Klüber ins Wasser geprügelt und bin ihm hinterhergesprungen. Man muss aber schon sagen, dass die Aufnahmen relativ häufig damit starten, ne? Dass du in die Luft fliegst. So, warte, ich habe hier gerade alles zurecht sortiert. Wo hast du denn das Kartoffelfeld gemacht? Ich habe hier eine kleine Ecke gemacht, wo ich Kartoffeln gepflanzt habe. Das halte ich auch für eine gute Idee, das so zu machen. Dann machen wir hier eine kleine Ecke mit Möhrchen. Also, warte mal, die können wir ja auch hier direkt... Möhrchen. Tu mal lieber die Möhrchen. Möhrchen sind ja jetzt also nicht unser Hauptnahrungsmittel, ne? Das ist halt vor allem für die Schweine, ne? Mhm. Aber Kartoffeln sind richtig gut. Kartoffeln sind sehr ergiebig. Guck mal, dann hacke ich das hier nochmal weg. Dann kommen hier später noch Kartoffeln rein. Nämlich jetzt. Ach, guck mal, da ist was Besinnliches. Kriegt gleich eine ganz andere Qualität, wenn man hier steht und auf dieses Feld guckt. Ja. Das finde ich das Schöne bei der Musik. Man kann einfach auch ein bisschen drauf eingehen, wenn man sie selber hört, ne? Ja. Ich gehe Schafe streicheln. Wir haben keine Schafe. Aber ich mag keine Kühe. Dann musst du trotzdem mit den Kühen Vorlieb nehmen. So, ich nehme auf jeden Fall... wir müssen halt auch mal wieder ein bisschen Weizen mahlen. Wollen wir das mal machen, eben schnell? Ich habe ja noch Gold in der Tasche. So. Ich schieb gerade mal Herrn Dr. Peter Hofmann zur Seite. Druckplatten kommen zu den fabrizierten Dingen, ne? Weil das ja kein Bauelement mehr ist, sondern irgendwas, womit man... Da ist Creeper direkt vor der Tür. Ich sehe ihn. Nehm ihn mal mit. Ich glaube, du hast ihn ausgelöst. Na, ich hab ihn, aber ich war zu weit weg, also der war... So scharf kann der gar nicht geworden. Also der hat dich angeguckt und ist dann hochgegangen. Ich habe den sogar nochmal gehauen, aber mich hat er nicht gekriegt. Ja. Ich hätte ihn aber, glaube ich, erledigt alleine. Das ist sehr gut möglich. Kannst du bitte ein bisschen Erde holen? Ja, ich habe hier viel Erde dabei. Erde musst du, glaube ich, selber holen. Oben aus unserem... Aus unserem... Ja, ich repariere die Landschaft und danach gucken wir mal, warte, was ich hab, eine Tür habe ich noch. Die Tür habe ich aufgesammelt. Die Fackel ist natürlich wieder weg. Und aus irgendeinem Grund... Irgendwie habe ich das Gefühl... Oh, lässt du mich mal hier hoch? Klar, bitte. Wie? Hoch? Oh. Da bitte. Unfassbar. So, jetzt brauchen wir irgendwie noch ist das noch hier eine Creeper-gefährdete Stelle, ne? Wir sollten vielleicht... Ja, das ist... Das Problem habe ich nämlich auch mit der Ecke. Das ich weiß gar nicht, woher das kommt. Das ist vielleicht ein bisschen uneinsichtig. So, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Stein. Hier mit... Hupsala. Mit Stein habe ich hier alles wieder fertig. Da oben ist eine Spinne auf dem Dach. Ah, die kann da ja... Oh, es regnet. Oh, die Mühle. Ist die aus? Hast du die angemacht? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht genau. Ich gucke mal besser nach. Peter Wuffmann steht hier auch irgendwie, ist losgelaufen. Ja, der steht da bewusst, bewusstlos. Der steht da bewusst rum. Verdammt. Ich hänge hier fest. So. Das gibt's hier offenbar an dieser Tür. Da kommt man nicht so gut rein. So, ich glaube, ich wäre jetzt aber eh zu spät. Nee, ist auch aus. Es ist aus. Oh, guck mal hier, die Achsen, die haben eine neue Textur jetzt mit dem abgedateten Texture Pack Gedöns. Was haben sie denn? Wer? Wie bitte? Nee, man sieht das. Man sieht halt so ein Seil da drin in der Textur. Das ist halt so, ein bisschen, die, ja, die sind auch schon. Ja, ja. So, was wollte ich denn hier gerade machen? Ach, ich wollte gucken, ob die Mühle aus ist. So, und wo ist denn Glas? Glas ist bei den Materialien. Unten. Direkt neben der Tür quasi. So, dann hole ich mal Fackeln. Meine Güte, wir nehmen jetzt 10 Minuten auf und sind noch nicht... Was ist das denn für Musik? Das ist ja... Soll ich mal weitermachen? Ja, gerne. Das ist halt ein bisschen meditativ. Ich finde das gerade... Ja, so ein bisschen zu meditativ schon. Pass auf, jetzt kommt's aber. Funky. Ups. Besser.
von meditativ zu funky in 2 Minuten. Ja, das ist natürlich auch so, ne? Wenn man selber hinterher die Musik reinschneidet, dann achtet man natürlich auch ein bisschen auf die Übergänge und so. Das geht jetzt natürlich nicht. Ich habe noch einen Zaun dabei. Ja. Hast du eigentlich schon die Kohle und so, diesen ganzen Kram hier hingepackt? Ist in den Öfen. Haben wir also doch nur Kohle in den Öfen? Oh ja. Yeah. So, ich wollte halt gerade ein bisschen Fackeln machen. Eigentlich müsste ich doch noch ganz viele Fackeln haben, oder nicht? Aus der Höhlentour. Also von der Höhlentour. So, damit ich nämlich hier das Lagerhaus ein bisschen leuchtender ausleuchte. So werde ich nämlich einfach mal die Rückseite abfackeln. Also mit Fackeln abhängen. Ey, du Fackel, sollen wir mal ein bisschen hier rumchillen oder was? Willst du abfackeln? Nee, so geht das mit Fackeln abhängen. Ah. Das war Wasser. Ja, kann ja nichts passieren hier. So. Ich überlege gerade, was ich in der Zeit mache. Ob ich vielleicht mal so eine kleine Runde durch den Nether drehe oder so. Und dann? Ich meine, da ist ja auch niemandem mitgeholfen. Nee, ich glaube, ich sammle uns mal Hühner. Du, aber ich bin ja jetzt fertig. Wir können von mir aus direkt starten. Gut, dann... Ich habe halt Karotten mitgenommen extra für die Hühner. Und man braucht Samen für die Hühner, ne? Ist das jetzt immer noch so, oder? Ich glaube, das ist immer noch so, ja. So, ich habe Karotten und Samen dabei. Dann wollte ich mir nämlich noch ein bisschen Brot. Ja, Brot ist auch gut. Gebratenes Schweinefleisch. Bisschen was zu essen. Ach, du hast unser Schafsfleisch gebraten, ne? Oh ja, die Mans. Hier, ich gebe dir mal ein bisschen was ab. Da. Ach, komm, und du kriegst das Schweinefleisch. Ich habe nämlich noch Rindfleisch. Ich glaube, ich muss das Spiel einmal kurz verlassen. Warum? Und wieder reinkommen. Ich habe gerade so einen merkwürdigen Fehler. Du wurdest beworfen? Das ist kein Fehler, nee. Das war ich wirklich. Ich kann... Ich habe kein Drag and Drop mehr, das ist interessant. Drag and Drop? Aber das Fleisch hast du gekriegt, ne? Ja, ja, habe ich. Das habe ich sogar in der Hand gehabt. Aber das ist doch beunruhigend. So, ich fackel hier auch ein bisschen ab. Einfach wegen der Sicherheit, ne? So, hier drauf. Ui! Wie das hier abgeht, Asphaltar. Ja, wie die Katze. Das Problem ist, jetzt wird schon wieder Nacht. Es regnet, es wird Nacht, ne? Und wir hängen hier noch rum. Sollen wir mal los? Ja, können wir. Ach, warte! Wir sollten Wolle mitnehmen. Hast du Wolle dabei? Ausreichend. Okay, denn wir werden dann jetzt mal losgehen. Nochmal in die Richtung des Dorfes, was wir schon in der letzten Aufnahme gemacht haben. Aber da haben wir keine Melonensamen mitgenommen. Und dann können wir auch mal ein paar Viecher mitbringen, nämlich Schweine. Ach, guck mal, du hast ja sogar schon ein Gehege gemacht. Peter Wuffmann bewacht. Das ist für die Hühner. Ja, dann komm. Hier, ach, Samen kriegst du auch. Oder hast du Samen? Nee, Samen habe ich nicht. Die braucht man für Hühner. Skelett. Boah, das ist auch die richtige Musik zum Kämpfen. Creeper. Der hat's auf mich abgesehen. Töte ihn. Mein Schwert ist kaputt gegangen. Ich gehe nochmal zurück, ne? Ich finde es besser, man merkt es hier als Bumm. Was hat denn da schon wieder Bumm gemacht? Keine Ahnung. Irgendwie bist du sehr Creeper-anfällig, ne? Kann das sein? Ja, das läuft irgendwie nicht mehr so in letzter Zeit. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Das ist vielleicht eine Frage der Übung. So, nehmen wir mal ein bisschen Eisen hier aus der
Kiste mache ich direkt mal ein paar mehr Schwerter, ne? Ja, ich werde auch bald wieder eins brauchen. Dann nehme ich mal 4 Schwerter mit. Das dürfte ja wohl genügen. So, noch eine Schaufel. Ach, und Spitzhacken, ne? Ich meine, Äxte. So, das ist doch mal ein... Ja, dann kann man ein bisschen Holz schlagen, wenn man Lust hat. Wenn man sich gerade abreagieren muss, weißt du? So, wo bist denn du? Bist du noch da, wo in der Richtung, in die wir gerade gegangen sind, oder was? Asphalter? Ich komme wieder. Keine Frage. Bitte. Wo ist er hin? Wer? Oh. Ich bin hier, vor dir, neben dir, hinter dir. Ah, da ist er ja. Och, guck mal. Ja, ach komm, hier, guck mal, da kann man auch die Weihnachtsmütze mal raushängen lassen, ne? Ach, gehen wir schon los? Ich dachte, du wolltest da noch das Loch stopfen oder so. Ach, Quatsch. Spinne! Oh, ich hab dich gehauen. Ach, Quatsch. Creeper? Der hat's auf mich abgesehen. Den kannst du also in Ruhe zunichte machen. Das Lied ist vorbei. Das passt auch. Das ist so Fernfahrermusik. Ja, das Stück heißt Feeling Good. So, das heißt, wir brauchen Schafe, Schweine und Hühner. Das wird in einem Abwasch nicht gehen, glaube ich. Ja, weil wir für alle Viecher unterschiedliche Dinge zum Anlocken brauchen, ne? Wo bist du? Ach, hinter mir. Direkt bei dir. Wenn wir doch nur mehr Leute wären. Wir sind aber nur 2. Ah, ein Huhn. Sollen wir das schon mal mitnehmen? Hey. Hey. Oh, ich wollte das Huhn hauen. Warum? Vielleicht guckst du noch die Samen. Vielleicht reagieren die doch nicht auf Samen. Oder doch? Wir gehen einfach mal weiter. Hier sind ja noch andere Hühner. Hm. Ja doch, das eine Huhn folgt mir. Boah, die gucken aber auch echt böse, oder? Die gucken nicht böse, du. Du bildest dir da was ein. Ach, guck mal, die folgen mir beide. Das sollten wir vielleicht tun. Möchtest du sie führen? Nee, mach du mal ruhig. Oder? Ich glaube, ich habe gerade schon 2... Also irgendwie... Verstehe ich nicht. Die reagieren nicht so gut, ne? Nee, das machen sie aber nie. Hallo? Boah, sind das doofe Hühner. Ich glaube, jetzt folgen sie dir. Creeper. Ah, das ist Creeper. Ich töte ihn. Warst zu zweit eigentlich richtig gut, ne? Richtig angenehm. Das eine Huhn folgt dir nicht. Oh. Es folgt mir keins mehr. Kann man die nicht irgendwie erschrecken und dann legen die ein Ei oder so? Und dann kann man die Eier mitnehmen? Bist du sicher, dass man die mit Samen kriegt? Ja, klar. Ich weiß es auch nicht. Komm, wir gehen weiter.